Willkommen zurück bei Uncharted 4. Letztes Mal sind wir ja faul umgekränkt da und wir erinnern uns, da sind wir schon in der Nähe von so einem Kreuz, sonst der Avery der Antrag hat über das mega geile Fenster, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Und jetzt müssen wir da um. Das geht raus. Jawohl, sehr schön. Heilige Scheiße! Hey, sei vorsichtig an der Ecke da! Achtung! Oh, Krimper, das Sam. Das war unglaublich. Spar dir deine Kraft, okay? Wir sind noch nicht fertig. Ich folge dir schon. Es hängt schon da oben weit wieder was sein, genau. Für unser Kletterseil da. Ich hält's. Alter! Natürlich, Witcher. Danke, dass mir jetzt gerade ein Update da reinhaust. Klettern und nach oben geht nicht. Wir kommen da aber nicht drüber. Jetzt werden wir wieder dagegen klatschen, ja. Okay, jetzt sind wir aber wieder da. Das war jetzt ein kleiner Fail. Alter, wie er schwingt. Sehr geil. Kann man in die Richtung weiter? Eigentlich eh nicht, gell? Wo geht es jetzt da entlang? Sam, bist du jetzt im Weg da? Klettern wir an ihm vorbei, ja. Okay, wohin sollten wir uns dann schwingen? In die Richtung können wir nicht. Schauen wir nochmal. Ah, jetzt geht's. Ich habe leider falsch den Stick reingetan. Hey, Loki. Ah, wir werden einfach loslassen müssen. Alter! Und jetzt wohin rutschen? Fledermaus, Fledermaus! Aus dem Weg! Ich bin's der Kopf. Oh. Alter Schwede. Es macht's mir fertig. Der Sam kommt nach. Alles klar, kein Problem. Das Klettenteil ist gebrochen. Gegenüber. Okay. Viele Sachen kaputt. Besonders Klippen. Wem sagst du das? Er hat gesagt, auf der anderen Seite ist eine Leiter, falls man es nicht gehört hat. Okay, los geht's. Auf ihn mit dir, Kim, 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 Kim. Hey, was habe ich gesagt? Ja. Okay, warte. Mal sehen, ob da noch ein. Sam! Ah, leck mich fett, hey. Von hier aus komme ich nicht zu dir. Okay, dann werden wir jetzt wieder ein bisschen umhängen. Oh, mach ich. Puh. Mega geil gemacht, die. Ich glaube, in der Zeit in Panama hat sich mein Blut verdünnt. Ah, keine Sorge. Im schlimmsten Fall verlierst du ein paar Finger. Deshalb haben wir wohl 10. Ja, deshalb haben wir 10. Ah, die Feinfühligkeit beim Klettern ist viel feiner wie beim Joystick. Und hepp! Komm schon! Wenn du mich nicht hättest, hm? Ich wäre zu Hause mit einem heißen Kakao. Wie alt bist du? 5? Ach komm, du willst doch auch einen heißen Kakao. Naja, schon. Ganz genau. Sehr geil, wenn man da hinten sieht, von wo wir kommen sind. Gefällt mir. So, wir haben ein Kreuz vor uns. Wir erinnern uns, Fensterkreuz. Und da ist das Kreuz und da hinten wird die Höhle sein. Hey, sieh mal. Sam, warte noch kurz. Ich möchte da noch was schauen.
es denn da noch irgendwas gibt für uns. Los! Okay, da ist die nächste Kletterparcours. Nächste Klettertour, so. Schauen wir noch, was der Sam uns da sagen wollte. Na, Sam, Kim, diese Richtung. Da wolltest du mir da was erzählen. Und zwar, dass da die Höhle ist. Okay, alles klar. Danke, Sam. Erlebt. Und dann geht's um wieder. Sehr schön. Mensch. Der Hund geben Gas. Gut, kann man da wieder an leise ausschalten. Okay, so hoch ist es nicht. Jawohl. Und da fängt schon wieder die Musik an. Für den Sam gehe ich weg, dass er nachkommen kann. Wir nähern uns, Rafe. Ich weiß. Du warst zu lange im Südsudan. Ich bin eben Warmblüter, ihr Reptilien. Anderer Weg gibt's da nicht. Ich dachte, gern leise ausschalten. Wollen wir jetzt letztes Mal sein. Da hinten haben wir, glaube ich, jetzt auch noch einen Weg. Okay, es sind drei. Wir probieren es jetzt einfach einmal. Ich glaube nicht, dass das die schlechteste Lösung war. Sie sind links von dir. Nein, einer ist rechts von mir. Dazu gerne auf das Fassel schießt. Okay, aber der sieht uns nicht, der hat sich jetzt auch weggerannt. Der hat uns jetzt bald gesehen. Der hat uns schon gesehen. Moment mal! Hey, wir sind hier! Alter! Juhu! Der war's, Chris Eng. Ich brauch Deckung. Jawohl. Der weg zu deinem. Super! Okay, die tut uns was. Ich hab mir das nicht gedacht. Aber da hat uns wohl die Hände weggesetzt. Nein, nein, nein! Jawohl, der ist gut gegangen. Den Hund haben wir Ziel mit der Granate. Das war der Granatenwerfer da hinten. Jetzt ist gleich mal einer. Das war's für dich. Und die gut. Musik ist vorbei. Hoffentlich war's das mit den Idioten. Puh. Da habe ich recht, jetzt mache ich da so einen kleinen Stealth-Durchgang. Funktioniert. Ja, einwandfrei. Lucky ist leise wie eine Katze. Also dann kann man schon mal so eine Militärmission zutrauen. Das ist überhaupt kein Problem. Da schwingen wir uns aber wieder zurück. Wo müssen wir hin? Vielleicht müssen wir uns ja da einfach fallen lassen. No, müssen wir nicht. Alles klar. Okay, da müssen wir also nicht hin. Gut, wir sind sicher. Hoffentlich war's das mit den Idioten. Ah, da schau her. Obwohl es das gleich die Möglichkeit, sie unterirdisch zu umgehen.
Das braucht man nicht. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen. Das ist sicher wieder tot da. Schau mal, wo wir da hin müssen. Das kann ja gar nicht so schwer sein zum Finden. Zack, zack. Normal schwingst du dann daher. Boah, bin jetzt echt leicht überfragt, wo wir da hin müssen. Kann man vorstellen, nach oben, aber. Aha! Hey, Vorsicht! Die könnte nach der Explosion instabil sein. Wer gräbt denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Einfach Beinhaut. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Einfach volles Risiko. Ah, ja, Nathan? Jetzt gehen wir durch da hin. Okay, das heißt wieder Rutschparty, springen und klettern. Ja. Alles klar, gut gegangen. Sam, du stehst mir im Weg. Dankeschön. Ich habe schon da oben gesehen, was wir mit dem Kletterseil wieder müssen. Wirken die auf dich stabil? Stabil genug. Wir werden es rausfinden. Jawohl. Hey, sei bei denen super vorsichtig. Okay, was haben wir jetzt da? Müssen wir uns jetzt durchfliegen lassen? Scheint so. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Zack. Oh, 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 oh. Und zweimal springen, Kim Nathan. Oh, Mist. Einmal auf. Weißt du noch? Super vorsichtig. Danke. Okay. Oh. Alles gut. Alles gut. Also, als zweiter hast du eigentlich immer die Arschkarten. Die bricht echt sicher alle Puppen jetzt. Nein, doch nicht. Okay. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag, den schauen wir uns gleich an. Und zwar steckt das Buch wieder weg. Okay, da sehen wir ein Liftsystem. Water Wheel for Bauer, also Wasserrad für Bauer. Und gesunkene Schiff. Deliberately sunk. Deliberately sagt man nichts. And sink the ships to heute. And okay, und also mal überlegen, ob sie nicht vielleicht die Schiffe nachher extra versenkt haben, um ihn eigentlich zu verstecken. Oder unmöglich zu machen. Haben sie aber nicht mit uns Rückseiterkünste gleich. Wie sieht's aus? Wir gehen jetzt in die Höhle. Die Höhle? Ja, eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lass für euch das Licht an. Okay, ich melde mich. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Und wir sind da, wo wir hin wollten. Da ungefähr muss das Fenster sein, wo wir daher geschaut haben. Diese Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Oh, kalt. Bin gespannt, was uns da erwartet.
unten ist nichts mehr. Ein Spalt. Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Gruselige Dismas-Statuen? Na klar. Steinstufen, na klar. Nathan, ich glaube, wir sind in einer Piratenhöhle. Ja, Wasser plätschern. Ja, da scheint es aber ein bisschen laut zu gehen. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Sehr geil, wasservoll. Unten haben wir einen kleinen See. Und was haben wir da? Hier, sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Jetzt zieh dran. Haken. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Hallo, hallo. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Wer würdig ist. Und die Geschichte wird immer noch geiler. Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu will uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. Schauen wir uns den Tagebucheintrag mal an. Tagebucheintrag. Krokan. Ja, das ist immer das... Wie wir schon gesehen haben, da das Schild passt. Ist nur für uns nochmal zum Reminden, sage ich jetzt einmal. Okay, das ist der Weg. Ich will nichts versammeln, deswegen gehen wir da noch auch hin. Ja. Schau, mega. So sicher wie die anderen. Ja. Das hat sie gehalten. Berühmte letzte Worte. Schaut schon sehr geil aus, da mit Lichteffekten und alles. Tommy, was siehst du? Nicht viel anscheinend. Ah ja! Einfach! Drüber! Oh, schon okay. Sie hält. Los! Der Sam hat immer die Arsch gehalten, weil er zwar drüber muss. Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Piratenvorschrift. Nicht schlecht. Okay, das war mal ein Weg. Ja, da oben. Da sind mehr Steinbögen. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Rutschparty. Und dahin geht's. Ich finde das ja mega geil. Ich kann das da den ganzen Tag machen. Okay. Zack. Und da sind wir schon drüben. Machen wir Platz für den Sam. Ja, weil wir es gern tun, Nathan, mir zwar. Also hat Tu diesen Ort mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ach, ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschenkt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden.
Ja, nochmal eine spannende Person dazukommen. Ah, jetzt, da sind wir zuerst, da ist die Brücke zur Orientierung. Alles klar. Und ein weiteres Tor. Da scheint es irgendwo hinzugehen, natürlich. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Ja, liebe Freunde, was es mit dem Raum auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge von Uncharted 4.